mir steht der Olympionike Julian Flügel, den kennt ihr schon aus Rio. Und heute sind wir wieder in Frankfurt, also in Deutschland, gelandet. Was ist das Besondere an Frankfurt? Ja, ganz klar der Zieleinlauf. Also das ist einmalig, das gibt es bei keinem anderen Marathon, zumindest nicht bei einem Marathon in Deutschland. Der Zieleinlauf in der Festhalle, das ist einmalig, das ist ein Feeling, darauf wartet nur jeder, der hier am Start ist. 42,125 Kilometer muss man schaffen. Was ist das Schwierige oder besonders Besondere an der Strecke selber? Ja, schwierig ist die eigentlich gar nicht. Deswegen ist auch so der große Vorteil von Frankfurt, ist mit Berlin eine der schnellsten Strecken der Welt. Ist eigentlich fast nur flach. Es gibt zwei kleine Brücken, wo es einen kurzen Anstieg gibt, aber ansonsten komplett flach und super schnell zu laufen. Also Bestzeitniveau. Und wen siehst du vorne aus deutscher Sicht? Also bei den deutschen Meisterschaften ist für mich der Favorit der Mitko Seboka. Der hat mir auch letztes Jahr in Berlin Tempo gemacht, als ich die Olympia-Quali laufen konnte. Bis Kilometer 30 und da sah er noch ziemlich frisch aus, muss ich sagen. Also den schätze ich ganz hoch ein. Und natürlich auch der Jonas Koller macht sein Debüt. Da kann man auch gespannt sein, was der bringen kann. Und ich denke, dass der auf jeden Fall auch eine Medaille holen kann. Schauen wir mal. Gut. Sind wir gespannt auf morgen.